All of God's creation is amazing and wondrous, but perhaps the most complex and incredible are the things we can't see. Monster unser, das du bist im Himmel, geheiligt werden deine Anhängsel. This is Science, Scripture, and Salvation, a Creation Radio Journal. I'm Chris O'Brien with the Institute for Creation Research. Von ihm wurden alle Dinge geschaffen, im Himmel und auf Erden, sichtbar und unsichtbar. Alle Dinge wurden von ihm und für ihn geschaffen. Das Dogma der Kreationisten. Es lässt sich mit der Evolutionstheorie Darwins nicht vereinbaren. Anfang der 60er Jahre haben in den USA Professoren verschiedener naturwissenschaftlicher Richtungen die Gesellschaft für Schöpfungsforschung ins Leben gerufen. Seitdem suchen sie nach wissenschaftlichen Beweisen für die Erschaffung der Welt in 7 Tagen. Und führe uns nicht nach Kansas, sondern erlöse uns von den Fundamentalisten. Tja, also Anlass zur Gründung war ein Artikel im Spiegel. Und dort ging es darum, dass in den USA der Kreationismus als gleichberechtigte Lehre im Biologieunterricht gelehrt werden sollte. Also das hat verschiedene Leute in den USA sehr empört. Ich, Bobby Henderson, schreibe Ihnen mit großer Besorgnis, nachdem ich von Ihrer Anhörung bezüglich der Entscheidung, ob die alternative Theorie des Intelligent Design neben der Evolutionstheorie gelehrt werden solle, las. Ich denke, wir können alle zustimmen, dass es wichtig für Schüler ist, verschiedene Ansichten zu hören. Allerdings bin ich besorgt, dass die Schüler ausschließlich eine Theorie des Intelligent Design hören werden. Ich und viele andere Menschen auf der Welt glauben fest daran, dass das Universum von einem fliegenden Spaghetti-Monster erschaffen wurde. Wir fühlen stark, dass die überwältigenden wissenschaftlichen Befunde, die in Richtung der evolutionären Prozesse weisen, nichts als Zufälle sind, die von ihm hinterlegt wurden. Er hat verlangt, dass diese Lehre auch gleichberechtigt zum Kreationismus der Bibel in der Schule unterrichtet werden soll. Daraufhin ist erstmal eine ganze Weile gar nichts passiert. Dann hat irgendein Block das aufgegriffen. Dann ist es zur Massenbewegung in den USA geworden, hat sich weiter verbreitet bis dann eben nach Deutschland. Und mittlerweile sind wir weit über 30 Millionen, die sich als gläubige Pastafari bezeichnen. Bringt euer Kind zum Nudelbett, damit es in die Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters aufgenommen wird. Welchen Namen habt ihr eurem Kind gegeben? Mini-Nudel. Und was erbittet ihr von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters für euer Kind? Die Taufe durch das Nudelwasser. Die Taufe durch das Nudelwasser. Die Messe ist wie alles bei uns relativ ohne Dogmen. Trotzdem haben sich natürlich einfach gewisse Bräuche eingeschlichen, die aber nicht so unbedingt fest sein müssen. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafari-Tum. Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafari-Tum. Danach schließt sich an das Abendmahl. Jeder kniet sich hin und wird mit einem langen Spaghetti gefüttert, das er mit dem Mund schnappen muss. Neben den Messen finden sich die Berliner Pastafari auch zu religionskritischen Demonstrationen ein, sammeln Unterschriften, provozieren öffentlich Scientology und mischen sich überall dort ein, wo ihre Religion gegenüber den anderen zu kurz kommt. Wir waren zum Beispiel sehr aktiv in der Sache Pro Reli, haben dort die Pro-Reli-Leute unterstützt und haben gefordert, Schule frei zur Mission. Nie kann man Kinder so gut indoktrinieren wie in dem Alter, in dem sie noch Erwachsene als Autoritäten akzeptieren. Es gibt 25 verschiedene Charaktere. Versuche, sie alle innerhalb kürzester Zeit zum Pastafaritum zu konvertieren. Tu dies, indem du deine nudligen Anhängsel benutzt. Nachdem du es ein paar Mal versucht hast, wirst du ein besseres Gefühl dafür bekommen. Du wirst wissen, worauf es beim Bekehren der Menschen ankommt.
Wir sind ja eine Religion, die noch nie einen Krieg verzapft hat, die keine Gewalt duldet. Infolgedessen gibt es bei uns auch keine Hölle. Auch Ungläubige kommen in unseren Himmel. Allerdings muss ich dort zugestehen, einen kleinen Abstrich gibt es auch dort. Die kriegen dann so mehr ein bisschen die B-Ware. Also dort kann man nicht ganz sagen, ob ihre Sexualpartner ganz frei von Geschlechtskrankheiten sein werden oder ob nicht doch ab und an mal ein Bier ein bisschen schal sein könnte. Aber immerhin, im Vergleich zur christlichen Hölle, wo Zähne klappern und knirschen sein wird bis in alle Ewigkeit, sind wir doch schon sehr, sehr positiv. Denn dein ist die Soße und der Käse und die Fleischklößchen in Ewigkeit. Amen.